Hallo Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video am Samstag. Bankrott die USA bzw. der Crash in den USA, der hat jetzt begonnen. Wir schauen heute mal ganz genau auf die Inflation. Wir schauen heute, was Jerome Powell genau damals Jackson Hole auch gesagt hat, weil es ist sehr, sehr wichtig, wie die Notenbank gerade derzeit die Kontrolle über ja den Markt verliert und natürlich auch die Kontrolle über die Inflation verliert. Das interessiert jeden von euch, muss euch interessieren. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dieses Videos jetzt dran. Herzlich willkommen, mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und das Thema Nummer 1 des heutigen Videos, Inflation, Inflation, Inflation. Wir haben ganz spannende Graphen für euch, ganz spannende Informationen und deswegen legen wir sofort los. Hannes, was hast du heute aus den USA direkt vor Ort mitgebracht? Was geht ab? Benjamin, ich habe gestern wieder mal meiner Leidenschaft gefrönt und habe mir ein paar wunderbare Immobilien angeschaut hier in Florida und in den USA. Ich will eben ein Gefühl dafür bekommen, was Sache ist, und da lernt man immer ganz, ganz viel. Immobilienmenschen sind immer sehr gut vernetzt, da lernt man immer ganz, ganz viel Fakten und Wissen kennen. Und dort habe ich natürlich das festgestellt, was jeder weiß, auch in den USA, wenn man Immobilien, Böden, Holzboden, Fenster, Türen, Lieferzeiten derzeit von 3 bis 4 Monaten, Glasfenster 4 bis 6 Monate, Fliesen und Steinzubehör, Marmorböden etc. Minimum 4 Monate. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwas extra ordinär und ausgefallenem, dort reden wir von Standardware und dort haben wir solche Lieferzeiten. Natürlich ist der eine oder andere Investor, der eine oder andere, der momentan in die USA emigriert, hohe Preise bereit zu zahlen und Hauptsache er bekommt seine Hütte fertiggestellt und das natürlich wieder ein weiterer Preistreiber. Benjamin, in den USA, wir wissen es mittlerweile, Inflation über 6% angekommen. Westeuropa bei 5%, Osteuropa deutlich darüber. In Südamerika sind meine meisten Länder schon mittlerweile zweistellig in der Inflation. Sieht nicht anders in Afrika aus. Von der Türkei, glaube ich, brauche ich gar nicht erst zu sprechen. Und dann auf einmal China. Und China hat anscheinend das große Inflationsproblem im Griff. Sehe ich das richtig? Ja, und es ist mit Abstand besser, wie es natürlich beim Westen ausschaut. Das ist ganz, ganz logisch. Wir haben im Westen ein Rieseninflationsproblem. Primär allerdings ist dieses Inflationsproblem in den USA. Braucht man nicht reden. Wir haben in den USA das größte Inflationsproblem, auch logisch erklärbar, was wir uns gleich anschauen. Aber China natürlich einfach durch eine sehr starke Währung. Der Yuan hat massiv aufgewertet gegen den Dollar. Das drückt natürlich auf die Inflation. Man hat nicht so sehr Gas gegeben, also Xi Jinping und Co. und die People's Bank of China haben bei Weitem nicht so viel stimuliert während der C-Krise, wie es der Westen gemacht hat, primär natürlich auch wieder die Amerikaner. Und jetzt schauen wir uns an, Hannes, was Jerome Powell denn gesagt hat beim Jackson Hole Meeting im August, weil damals wurde er natürlich darauf angeredet, auf was schaut die Fed, was ist der Indikator, was sind die Benchmark-Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Inflation außer Kontrolle gerät, ja oder nein. Und eben Jerome Powell hat dann damals 5 Säulen skizziert im August, sehr, sehr spannend, und hat eben gesagt, die Inflationsaussichten derzeit, es gibt überhaupt keinen Grund zur Besorgnis. So, Hannes hat es gerade erwähnt, 6,2% hatten wir jetzt eben im Oktober. Und jetzt natürlich fängt man langsam an zu fragen, ja, ist die Inflation vielleicht doch höher wie erwartet? Und Hannes, der bevorzugte Indikator, die privaten Konsumausgaben, das blenden wir jetzt gleich hier eine Grafik ein von dem Retail Sales in den USA. Und da sieht man, dass die weit über Durchschnitt sind. Und da haben wir schon 4,4% zum Vorjahr, was die höchsten Werte seit 1991 ist und deutlich über dem Ziel der Zentralbank von 2% liegt, Hannes. So, jetzt legen wir los. Erste Säule ist der Inflationsdruck breit angelegt. Breit angelegt, meint Jerome Powell, ist es über alle verschiedenen Industrien, also Tabakindustrie, Autofabrikatindustrie, natürlich auch der Häusermarkt, natürlich reden wir hier über Hotellerie, also diese ganzen Branchen. Ist die Inflation da oder nicht? Blenden wir jetzt eine Grafik ein, ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Wir haben ein großes Inflationsproblem auch hier und die Inflation ist breit. Zweiter Punkt, verlangsamen sich die Preissteigerungen bei den Gütern und Dienstleistungen, die die stärksten Anstiege bis jetzt erlebt haben. Nein, da blenden wir auch die nächste Grafik ein. Wir sehen ganz klar, dass die jährliche Preiserhöhung für Gebrauchsgüter im Allgemeinen um 7,3% gestiegen ist. Der höchste Wert seit 1981. Dritter Punkt, was passiert mit den Löhnen? Und Jerome Powell hat auch unter anderem gesagt, dass es kaum Anzeichen bei den Lohnerhöhungen gibt und eben die übermäßige Inflation, die sollte da nicht kommen. Wenn wir uns jetzt nochmal eben die Grafik hier anschauen, Hannes, wir sehen, dass die Löhne
auch massiv steigend, den höchsten Lohnanstieg seit 21 Jahren. Und die Arbeitsmarktbedingungen, Hannes, da geht man davon aus, das sagt zumindest Aneta Markowska, Chefökonomin der Jefferies Group, dass wir in den engsten Arbeitsmarkt seit den 1950er Jahren hineinkommen. Vierter Punkt, vierte Säule. Was passiert mit den längerfristigen Inflationserwartungen? Ja, Leute, wenn Arbeitnehmer und Unternehmen Angst haben, dass die Preise nach oben steigen, werden sie also so handeln. Und die Inflationserwartungen, was ist passiert, von Verbrauchern und Anlegern sind auf den höchsten Stand seit gut 20 Jahren. Da blenden wir auch hier noch eine Grafik ein, damit wir das auch bewiesen haben. Und der letzte Grund, Hannes, drücken die längerfristigen globalen Kräfte, von denen immer gesprochen wird, auf die Inflation, also die Deflationisten, die sprechen ja die ganze Zeit davon, wie zum Beispiel technologischer Fortschritt, Globalisierung, das hat auch Jerome Powell wieder erwähnt. Und ja, die Importpreise, was natürlich ein super Indikator ist für das, was eben draußen in der globalen Welt passiert, sind auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren. Und diese Grafik blenden wir jetzt auch noch ein. Auch hier scheint sich keine Besserung abzuzeichnen. Hannes, alle 5 Säulen, alle 5 Punkte von Jerome Powell. Gecrushed. Benjamin, eine Sache ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig. Heute ist Samstag, alle unsere Mitglieder wissen Bescheid. Heute ist Wochenupdate. Also unbedingt an alle unsere Mitglieder, schaut heute das Wochenupdate an. Essentiell wichtig, dort erklären wir genau, wo wir uns in der Inflationsspirale derzeit befinden und welcher Schritt als nächstes kommt, was jetzt zu tun ist. Ganz, ganz wichtig. Auch, glaube ich, Benjamin, gehen wir ein Bild darüber, über den neuen Fed-Chair, über die vielleicht neue Fed-Chair-Chefin machen, zeichnen da ein Bild von dieser Person und dann kann man, glaube ich, ganz genau ableiten, was sich daraus ergeben wird. Also für jeden, der Lust hat auf die Mitgliedschaft, jetzt ein guter Zeitpunkt, um diese abzuschließen. Wir haben noch zum einen den Rabattcode mit -33% um 290 Euro, die ganze Jahresmitgliedschaft, Wochenupdate, Zyklenupdate, all in, alles mit dabei. Und zum zweiten, glaube ich, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um ins Tun zu kommen. Wie gesagt, wir sehen, die Inflation ist losgegangen. Sie ist nicht reversibel, sie ist nicht vorübergehend. Das ganze Spiel, von dem wir jetzt seit über 1,5 Jahren sprechen, bewahrheitet sich und jetzt kommt das große Finale. Wer da noch mit dabei sein will, wer jetzt noch Generationenvermögen schaffen will, der möge jetzt ins Tun kommen. Benjamin, eine andere große Sache, die ich unbedingt in diesem Video noch loswerden will, ist, und zwar Finanzministerin, US-Finanzministerin Yellen hat gesagt, bis zum 3. Dezember, dann ist die USA zahlungsunfähig. Eventuell hat sie noch ein paar Reserven in ihren Kämmerchen und kann es bis zum 15. Dezember hinaus retten, dass die USA in die Zahlungsunfähigkeit reinschlittert. US-Senator McConnell rechnet ganz klar mit einem Shutdown. Und Benjamin, wir hatten schon oft diese Warnungen für diesen Shutdown. Oh, jetzt kommt es zur Zahlungsunfähigkeit der USA. Großes, großes Geplänkel. Nie ist es passiert. Jetzt, Benjamin, bin ich der Meinung, und ich bin da wirklich fest davon überzeugt, und ich gehe da mit McConnell einer Meinung, dass es dieses Mal zum Shutdown kommen wird. Warum sage ich das, Benjamin? Aus einer ganz anderen Sichtweise, wie viele andere da herangehen. Aber ich sehe einfach die große Weltpolitik, die Eliten hatten ihren Bretton Woods-Moment bereits schon. Sie wussten an und für sich, dass dieses System, dieses Schuldgeldsystem am Ende ist und jetzt braucht es eine große Entschuldung. Das funktioniert über Inflation. Dort haben sie uns prächtig hineingeführt in diese Inflation. Um das Ganze aber ein bisschen zu regulieren, hin zur digitalen, transhumanistischen Welt, muss man natürlich das Ganze auch immer wieder ein bisschen lenken und leiten. Inflation lässt sich nicht lenken und leiten. Inflation ist ein Biest. Und das wissen die ganzen auch. Und deswegen, glaube ich, sind natürlich andere adäquate Mittel dazu da, um diese Inflation in den Griff zu bekommen. In Europa heißt das Ganze Lockdown und in der USA heißt das Ganze Shutdown. Leute, es, glaube ich, könnte doch nicht spannender sein. Sind wir noch ehrlich, jetzt haben wir eine Zeit, 40 Jahre, keine Inflation gehabt. Seit 1980 war eine Zeit der Disinflation. Man hat immer gesagt, Inflation kommt nie mehr zurück. Bloomberg hat damals auch geschrieben, is inflation dead? Ganz lustig, 2019, also wirklich perfekt getimt wieder mal. Nichtsdestotrotz, jetzt gerät sie außer Kontrolle. Und genau das schauen wir uns eben, wie gesagt, im Wochenupdate heute an, das nur für Mitglieder natürlich ist. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch auch darüber vorbereiten und schaut einfach unseren YouTube-Kanal. Abonniert jetzt sofort den Kanal und auch natürlich die Glocke anschalten, nicht vergessen. Wir sind hier jeden Tag für euch da. Wir werden Livestreams machen, aber es gibt, wie gesagt, jeden Tag ein Video und wir werden diese Thematik hier ganz, ganz groß aufgreifen und der Mehrwert, glaube ich, ist sehr, sehr hoch. Aus diesem Grund vergesst bitte niemals, dass gerade dieses Jahr die Generationenzyklen und so wie auch nächstes Jahr nicht schlafen werden. Kommt raus aus der Komfortzone, rein in die Schaffenskraft, rein ins Tun und dann gestalten wir gemeinsam und machen das Beste aus dieser Zeit. Besten Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.